Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben Sie, Herr Ministerpräsident, eine kraftvolle Regierungserklärung gehalten. Es war ein Feuerwerk, das das ganze Haus fasziniert hat. Allerdings stellt sich die Frage, was haben Sie heute mitgeteilt, was nicht schon alle wussten? Also ich habe nichts Neues erfahren, aber fangen wir mal an mit der Vorgeschichte. Sie haben festgestellt, Bürokratieabbau läuft nicht in Baden-Württemberg, in der Tat. Dann haben Sie zu Beginn dieses Jahres einen Sündenbock entlassen, nämlich den alten Normenkontrollrat, haben dann 9 Monate lang nichts unternommen. Und heute präsentieren Sie jetzt alten Wein in neuen Schläuchen. Es wäre besser gewesen, die Vorschläge des Normenkontrollrats umzusetzen, statt ihn zu entlassen. Stattdessen präsentieren Sie uns jetzt eine Entlastungsallianz, im Grunde als Normenkontrollratsbluff 2.0. Nichts außer Spesen. Sie erklären hier dem Parlament Dinge von Brombeergestrüpp, von Trieben, die wuchern und die man zurückschneiden müsse, abstrakt gesprochen. Ja, da stellt sich die Frage, Herr Ministerpräsident, wer regiert denn schon seit 13 Jahren dieses Land? Warum haben Sie nicht früher damit angefangen? Sie präsentieren uns 3 Säulen, Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung. Ja, die Verwaltung müsste man modernisieren. Die Digitalisierung müsste man vorantreiben, aber erneut die Frage, wer regiert dieses Land schon seit 13 Jahren, Herr Ministerpräsident, durch Sie? Zweite Säule, neuer Normenkontrollrat. Gut, der Verdacht, der beschleicht natürlich alle in diesem Haus, dass es mit dem neuen Normenkontrollrat genauso läuft wie mit dem alten. Da gibt es Vorschläge. Die werden von Ihnen nicht umgesetzt und anschließend ist der Normenkontrollrat schuld. Herr Ministerpräsident, setzen Sie das um, was der alte Normenkontrollrat Ihnen vorgeschlagen hat, statt ihn als Sündenbock zu feuern und einen neuen Normenkontrollrat einzusetzen. Wer regiert dieses Land seit 13 Jahren? 160 Vorschläge des alten Normenkontrollrats. Das muss jetzt mal konkret werden. Und deshalb werden wir in der nächsten Woche Ihnen die Gelegenheit geben, über einige dieser Vorschläge des alten Normenkontrollrats abzustimmen, hier in diesem Parlament. Und dann werden wir sehen, ob es Ihnen wirklich ernst ist mit Bürokratieabbau oder ob es nur darum geht, dieses Parlament und die Bevölkerung hinters Licht zu führen, Herr Ministerpräsident. Es gibt die verschiedensten Dinge, die man angehen könnte, Landestariftreue und Mindestlohngesetz, Bildungszeitgesetz, Vergaberecht, Baunormen, das liegt alles auf dem Tisch. Gehen Sie es an, Herr Ministerpräsident, statt wolkige Reden zu halten in diesem Parlament. Und klar ist, dass Sie selber derjenige sind, der die meiste Bürokratie schafft in diesem Land. Sie haben die Ministerien Ihrer Regierung aufgebläht. Allein 679 neue Beamtenstellen zwischen 2016 und 2021 bei der Ministerialbürokratie. Allein 6.300 neue Stellen in der Landesverwaltung zwischen 2016 und 2021. Da muss man sich nicht wundern, dass neue Bürokratie ausgeht von diesen Ministerien. Herr Ministerpräsident, das ist der falsche Weg und das ist ein Teil des Grundes für das Brombeergestrüpp, das Sie hier beklagen. Und dann die dritte Säule, Entlastungsallianz. Wolkige Worte. Konkret gehört haben wir nichts. Sie haben in Ihrer Regierungserklärung, in Ihrer Regierungsinformation bekannt gegeben, es würden Arbeitskreise gegründet. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du nicht mehr weiter weißt, so gründe einen Arbeitskreis. Wo sind die konkreten Ergebnisse, die Sie uns mitzuteilen haben? Sie halten jetzt eine Regierungserklärung, wo Sie irgendwas ankündigen.
Ergebnisse gibt es keine. Und ich sage voraus, es wird auch am Ende wieder keine Ergebnisse geben. So wie immer, Normkontrollratsbluff 2.0, meine Damen und Herren. Und warum läuft das Ganze eigentlich als Closed Shop? Wo ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger? Wo ist die Beteiligung anderer Verbände? Wo ist die Beteiligung des Parlaments, des Landtags, Herr Ministerpräsident? Der wird außen vor gehalten, das ist ein Closed Shop, was Sie da veranstalten. Und deshalb kann ich Ihnen auch sagen, beeindruckt mich der kraftvolle Entschließungsantrag der Regierungsfraktion zutiefst. Also das führt das Land mächtig weiter. Wir haben uns, Herr Kollege Schwarz, räume ich ein. Naja, es war vielleicht ein vergiftetes Lob. Wir haben uns intensiv mit diesem Antrag beschäftigt und haben, was man ja so als Opposition tut, das räume ich ein, uns überlegt, was steht eigentlich da drin, was man ablehnen könnte. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, nichts, weil nichts drinsteht in dem Antrag. Das ist der Grund, Herr Kollege Schwarz. Dieser kraftvolle Antrag bringt das Land kraftvoll nicht weiter. Und deshalb haben wir uns in unserer Ratlosigkeit entschieden, dass wir uns kraftvoll enthalten bei diesem Antrag. Denn nageln Sie mal einen Pudding an die Wand. Ja, das ist relativ schwierig. Das gilt für Ihren Entschließungsantrag genauso wie für diese Regierungserklärung. Also wir würden uns wünschen, dass das Parlament einbezogen wird. Das tun Sie nicht, aber wir tun es nächste Woche, indem wir das Ganze relativ konkret einmal vortragen werden. Ganz konkrete Vorschläge, die waren nämlich Fehlanzeige. Nur an einer Stelle, Herr Ministerpräsident, da wurden Sie konkret beim Thema Bürokratieabbau, da haben Sie sich auf die Schulter geklopft, wie weit Sie jetzt gekommen sind bei den Windrädern. Also ausgerechnet die Windräder als Erfolgsgeschichte dieser Regierung zu verkaufen, das ist schon einigermaßen schwierig. Nicht? Also erst Sie kündigen dann 1.000 an und dann werden 5 geliefert. Und dann kommt Ihre Pipeline-Theorie. Wir haben hunderte von Windrädern in der Pipeline. Das muss eine Monster-Pipeline sein, die wahrscheinlich vom Südpol bis zum Nordpol verläuft. Und die Windräder sind jetzt irgendwo bei Feuerland. Und wir werden uns dann Jahrzehnte noch abwarten, bis etwas passiert. Also 1.000 ankündigen, 5 liefern. Und da werden Sie konkret. Also das hätten Sie auch noch weglassen können, Herr Ministerpräsident. Dann wäre diese Regierungserklärung wenigstens rund gewesen als ein rundes Nichts, Herr Ministerpräsident. Aber das ist Ihre Politik. 1.000 ankündigen, 5 liefern, sich dafür auf die Schulter klopfen und dann noch windige Regierungserklärungen halten, in denen nichts drinsteht. Meine Damen und Herren, das hat am heutigen Tag Baden-Württemberg nicht weitergebracht. Wir werden es nächste Woche versuchen, Bürokratieabbau zu konkretisieren. Und wenn Sie noch irgendwas in dieser Regierungszeit zustande bringen wollen, dann würde ich das Ihnen auch empfehlen. Handeln Sie konkret und verzichten Sie auf solche überflüssigen Regierungserklärungen, die das Land nicht braucht.